Jo, hey Leute, hier ist der Gigax und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Call of Duty Advanced Warfare. Mein heutiges Video ist ja ein etwas merkwürdiges Video und es ist auch irgendwie, ja, wirklich merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Und zwar habe ich ein Easter Egg entdeckt. Also ich weiß auch nicht mal, ob es ein Easter Egg wirklich ist, aber auf jeden Fall habe ich etwas entdeckt und da bin ich auch, glaube ich, der Erste auf der Welt, der das überhaupt entdeckt hat. Also ich habe auf YouTube oder so nirgendwo etwas dazu gefunden. Es ist auch eine wirklich ziemlich komische Sache. Fangen wir einfach mal von vorne an. Ich habe gestern nochmal eine Runde Advanced Warfare gezockt und da habe ich auf der Map Retreat im Spielmodus Momentum einfach etwas gespielt. War eigentlich ein ganz normales Game. Dann ist das Internet abgestürzt. Das Problem habe ich jetzt leider in den letzten zwei Tagen häufiger. Ich weiß nicht, ob der Router kaputt ist oder irgendwas. Auf jeden Fall, ich habe den Anbieter auch schon angeschrieben, aber es ist wirklich ziemlich nervig, aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist mein Internet dann abgestürzt und ganz plötzlich, also ihr seht es dann auch im Hintergrund, dann kann sich nichts mehr bewegen. Das ist ja ganz normal. Normalerweise läuft man dann einfach über die Map rum und nichts passiert und irgendwann timet man dann aus. Dann war es aber so, dass ich irgendwie unter die Map katapultiert wurde. Also irgendwie war ich plötzlich unter der Map, bin dann da so rumgelaufen und habe dann da so einen Soldaten entdeckt. Ihr seht das jetzt mal im Hintergrund. Da habe ich mich auch erst, als ich das da gerade gespielt habe, hat mich das jetzt gar nicht so gewundert. Dann dachte ich einfach, ja, es ist ein Soldat drin. Der ist wahrscheinlich irgendwie irgendein toter Spieler, der unter die Map geglitscht ist. Aber dann habe ich es mir, nachdem ich aus dem Game schon wieder rausgeflogen bin, habe ich gedacht, ach, schaue ich mir das nochmal an. Und dann habe ich mal überlegt, dass es ja eigentlich ziemlich merkwürdig ist. Der Soldat, der nämlich hier steht, ist irgendwie ein Soldat, der überhaupt nicht in das Game reinpasst. Und der steht hier auch irgendwie so, also der steht hier einfach ganz normal so, sieht irgendwie nicht irgendwie, dass es irgendein Glitch ist, sieht nicht nach einem Glitch aus, finde ich. Aber er passt irgendwie überhaupt nicht in das Game rein. Deshalb weiß ich auch nicht, wie er in das Game reingekommen sein soll, weil es gibt, glaube ich, keinen Charakter, der so aussieht. Der ist ja relativ texturenarm und sieht eher so altmodisch aus. Also ich finde, der könnte irgendwie so ein Zweiter Weltkriegssoldat sein, da mit diesem Stahlhelm, den er da aufhat und so weiter und dieser schlichten Kleidung. Und der hat ja auch irgendwie kein Hightech an sich. Also es sieht irgendwie etwas, ja, so ein altmodischer Soldat aus. Ja, die Frage ist natürlich, warum ist dieser Soldat da drin? Ihr seht es auch oben ganz kurz, blende ich das mal ganz kurz ein, das ist ja unterhalb der Map. Überhalb der Map ist da dieses Stahlkunstwerk oder was es sein soll, auf jeden Fall da dieses, ja, diese Statue da, also dieses ist keine Statue, dieses, ja, einfach ein Kunstwerk, sag ich mal. Und das, da genau darunter ist dieser Typ halt. Es muss doch eigentlich irgendeine Absicht von den Entwicklern gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sonst dieser Typ unter die Map gekommen sein soll, weil er passt eigentlich überhaupt nicht ins Game rein. Also der müsste eigentlich, das ist kein Soldat, der irgendwie da aus Versehen reingekommen sein könnte. Das ist wirklich sehr, sehr komisch. Deshalb könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass es ein Easter Egg ist, obwohl ich mich wundere, warum die das da so unter die Map reinmachen sollen, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unter die Map irgendwie kommt, weil normalerweise, wie gesagt, wenn man, selbst wenn das Internet crasht, das ist das erste Mal, dass ich dann irgendwie unter die Map katapultiert wurde. Also es war irgendwie ein Riesenzufall, das wird man auch wahrscheinlich, also ich werde das wahrscheinlich nie wieder so hinbekommen. Ja, was macht dieser Soldat da? Und da ist halt so eine etwas, also ist eine weit hergeholte Interpretation, aber da der Typ irgendwie so nach Zweitem Weltkrieg aussieht und da irgendwie schon häufiger, es ist so, dass kleine Details, also kleine Easter Eggs, die man gar nicht wirklich bemerkt, während das Spiel noch draußen ist, die man meistens erst bemerkt, wenn das neue COD dann schon draußen sind, aber dass häufig schon kleine Easter Eggs irgendwie auf irgendwas hinweisen. Und das könnte jetzt hier, finde ich, auf ein neues Call of Duty hinweisen, und zwar 2015, das von Treyarch. Und da war ja auch schon so ein bisschen der Verdacht, dass es irgendwie nochmal, ja, etwas in die Vergangenheit gehen könnte. Also, dass es nochmal vielleicht in World at War, dass da jetzt World at War 2 rauskommt, könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass es damit irgendwas zu bedeuten hat. So, mich würde auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr von der ganzen Sache haltet. Also ich finde es auch irgendwie schon ein bisschen unheimlich, dass da einfach so ein Soldat steht. Erinnert mich so ein bisschen an die Herobrine-Geschichte von Minecraft, falls ihr die irgendwie mal mitbekommen habt. Ihr könnt mir auch mal, wie gesagt, schreiben, was ihr von diesem Soldaten haltet, warum ihr glaubt, warum der da steht und warum ich auch einfach unter der Map war. Das ist irgendwie alles so eine ziemlich komische Geschichte und irgendwie ganz viele Zufälle auf einmal. Ja, außerdem würde mich noch interessieren, was ihr so glaubt, ob dieser Soldat irgendwie ein Bug ist oder irgendein Glitch, dass der da drin ist, oder ob das wirklich von den Entwicklern ein Easter Egg ist und was dieses Easter Egg dann aussagen könnte. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich glaube, ich bin, wie gesagt, der Erste, der das auf der Welt irgendwie mal entdeckt hat, weil wie soll man das auch normalerweise entdecken? Und ja, das war's für heute. Haut rein, Leute!